Ihr Lieben, das Jahr geht nun zu Ende. Ein übelst geiles Jahr. Und ich freue mich auf die kommende Zeit. Hier auf YouTube möchte ich natürlich auch nochmal Dankeschön sagen für euren Wahnsinns-Support in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Es hat sich ein bisschen was getan bei mir in den letzten Monaten. Das heißt, ich mache das Ganze jetzt hier YouTube, Twitch, alles Vollzeit. Dankeschön für euren Wahnsinns-Support, dass ihr das möglich macht. Vielen Dank dafür, dass ihr da seid. Das ist das Wichtigste. Einfach dieses Einschalten, die YouTube-Videos schauen, kommentieren natürlich diesen ganzen typischen YouTube-Kram. Kommentieren, liken und abonnieren und wie es immer heißt. Und die Glocke nicht vergessen und was nicht alles. Ja, das muss auch zwischendurch immer mal wieder gesagt sein. Es ist erstaunlich, wie viel sowas bringt im Hintergrund sozusagen, wie wichtig das für YouTube ist. Und man sieht tatsächlich auch Wachstum. Wir sind mittlerweile hier als Community recht groß geworden. Es hat sich einiges getan im Discord natürlich. Man sieht es immer wieder auch im Feierabend-Chat, im Ingame-Chat, wie viel da los ist. Viele wilde Fragen kommen natürlich immer wieder auf, viele Basics kommen natürlich immer wieder auf als Fragestellung. Und wir sind, glaube ich, auch als Community stets bemüht, das alles zu beantworten. Auch wenn es nicht immer alles so ganz reibungslos funktioniert, kommen wir aber doch, glaube ich, immer wieder ganz gut zusammen. Ebenfalls aus der Community heraus gewachsen oder eine Idee daraus ist es, so eine Art Schnitzeljagd zu machen, ein Rätsel sozusagen im Game. Das kam vor ein paar Wochen vom Koboldchen, der meinte, Alden, ich hab da eine Idee, wie wär's denn mal so für Ostern, so eine Art Eiersuche. Ich bin gespannt, er hat da ja sich schon ein bisschen was überlegt und ein bisschen was ausgearbeitet. Ich glaube, er entspannt sich jetzt gerade im Weihnachtsurlaub. Und ich nutze die Zeit und ich würde sagen, wir starten auch mal so eine kleine Suche hier, ein kleines Gewinnspiel, aufgeteilt in vier Bereiche. Ihr könnt gerne alle vier Bereiche absuchen bzw. versuchen zu erkennen. Und es gibt dann für diese vier Bereiche, das sind halt Levelbereiche, gibt es dann jeweils Gewinne. Das bedeutet, ich werde jetzt gleich im Anschluss Szenen einblenden, kurze Bereiche, Map-Bereiche sozusagen, durch die ich laufe, beziehungsweise die ich mir anschaue. Und das geübte Auge erkennt dann im Idealfall, wo ich mich befinde. Ihr könnt gerne diskutieren, auch unten drunter in den Kommentaren diskutieren und eure Meinung dazu kundtun, wo ihr glaubt, welches Gewässer das ist. Und am Ende geht es dann darum, die ersten drei internen Meldungen sozusagen, die hier bei mir reinrasseln, mit den Koordinaten, wo ich denn dann war, die haben dann eben die Chance zu gewinnen. Das heißt also, die ersten drei Meldungen, die reinkommen, jeweils in diesen Levelbereich. Also sagen wir mal, wir machen jetzt den ersten Levelbereich bis Level 12. Und wenn du dann bis Level 12 die richtigen Szenen erkannt hast, schickst du mir einfach intern hier per Chat, schickst du mir dann einfach eine kurze Mail an Feierabend TV und dann schreibst du da einfach nur rein, Koordinaten, tap, 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 1, 2, 3, 4 in der Reihenfolge, wie sie eben auch hier im Video gleich zu sehen sind. Ja, und dann suche ich mir für die Levelbereiche auch noch jeweils spannende Preise aus, damit sich das auch ein bisschen lohnt, die Suche. Die Aktion läuft quasi von heute an, also mit dem Tag, wo das Video rausgekommen ist, also den 31. bis zum nächsten Montag. Das müsste doch der 4. dann sein, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist genau der 3. Also bis zum 3. läuft das Ganze und im Livestream gucken wir dann natürlich auch nochmal rein in die Kommentare
und dann nach dem Livestream gehen die ganzen Preise raus. Ich würde sagen, wir starten da rein. Petri, ihr Lümmels, toi toi, viel Spaß damit. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Vielen Dank noch einmal an dieser Stelle für den Wahnsinns-Support. Es macht einfach Spaß mit euch, Petri, und ja, viel Glück. Bis zum nächsten Mal.